Ja, Holzziegel Lehm ist ein Forschungsprojekt, was mit einem Realisierungsprojekt kooperiert, einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Berlin. In dem Projekt entwickeln wir zwei kreislauffähige Bauweisen, einmal eine Holzbauweise und eine Ziegelbauweise. Und in beiden wird dann zur raumzugewandten Seite eine Lehmbekleidung eingesetzt als Low-Tech-Ansatz, um dann maßgebend die Technik im Gebäude zu reduzieren. Das Projekt wird von drei Universitäten bearbeitet. Einmal die Universität Stuttgart, die über ja, historische Wohnungsbauten Analysen gemacht haben und daraus dann Entwurfsstrategien abgeleitet haben. Dann die TU Braunschweig, die über Raumsimulationen ja, im Prinzip die Low-Tech-Ansätze technisch entwickelt haben. Und die TU Berlin, die mithilfe der Ökobilanzierung auch Einsparpotenziale identifizieren konnten im Entwurfsprozess. Genau, und in einer zweiten Phase werden wir dann, wenn das Projekt dann umgesetzt wird, dann in einem Monitoring versuchen, die Annahmen, die wir getroffen haben, zu validieren.